Und der Schilmeiß ist bald von Shakes and Fidget. Heute ist es soweit, um 16 Uhr, also wahrscheinlich kurz nach Veröffentlichung dieses Videos, wird der neue internationale Server W14 online gehen. Es haben einige Leute so geschrieben, ja, wäre schon interessant, wenn du mal wieder starten könntest und so tagebuchmäßig. Ich meine, dieses Videoformat ist auch ein Tagebuch. Aber zugegebenermaßen nicht mehr so ein interessantes Tagebuch wie zum Beispiel ein neuer Server, der brandneu aufgemischt wird. Übrigens, neuer Tag, neues Glück, es ist 0.12 Uhr und ich mache das nach wie vor, ich werde es dann gar nicht mehr dazu sagen. So. Aber auf jeden Fall habe ich dann immer noch nichts erledigt und ich finde das genial, so direkt in den Tag rein zu starten. Da kann man die Pet-Rangliste ein bisschen aufmischen, wie ich festgestellt habe. So. Hier ist ein Edelstein fertig, da muss ich mir abholen, dann da muss ich mir abholen. Ich wurde angegriffen, ich habe es gesehen. In der Post vorhin, bevor ich die Folge gestartet habe, es war nichts Heftiges. 600.000 jeweils geklaut. Das ist noch vertretbar. Die von Mokkatorte auch, deshalb habe ich mir Gegenangriff angesehen, aber da gibt es leider nichts zu holen. Die einzige Sache ist natürlich, man verliert ja nicht nur die Ressourcen, das muss man bedenken, sondern hier mal 26 dieser Wert, die muss ich neu ausbilden. Ansonsten werde ich nach diesem Teilschutz wahrscheinlich sofort wieder angegriffen. Ja. Also, neuer Server. Ich werde mal schauen, so, ich muss überlegen, 16 Uhr morgen, das sollte ich auf jeden Fall Zeit für ein Video haben. Also zu Hause bin ich definitiv, aber genau, es müssen ja auch andere Dinge erledigt werden. Sollte sich auf jeden Fall ausgehen, Moment, bevor die Quest fertig ist, muss ich Inventarplatz machen. Beziehungsweise, das ist vollkommen egal. Man bekommt ja kein Item, wenn das Inventar voll ist. Das heißt, jetzt ist mein Inventar voll. Ich könnte jedoch diese 5 Minuten, die 6 Minuten, wenn die zu Ende sind und ich habe noch das volle Inventar, das macht nichts. Erst in dem Moment, wo ich hier draufklicke, wird es zum Problem. Aber wenn die Quest fertig ist und ich zerstöre danach noch, kann eine Stunde später sein, ein Item, so dass ich einen Platz habe und dann hole ich mir erst die Mission ab, dann gibt es trotzdem ein Item, wenn ich ein Item bekommen würde. So, das heißt, kein Stress, solange man da nicht draufklickt, ist alles in Ordnung. 583, das hört sich noch ganz gut an, oder? Knapp nicht. Nö. Doch nicht, aber heute wird... Hey, kann ich heute spülen? Moment, wie war das? Heute oder morgen? Yo, ich kann heute spülen. Da müsste ich zwar nicht mal einen Edelstein reinwerfen, ein normales Item wird es auch tun. Moment mal. Ja, ein normales Item wird es auch tun. Wenn ich eines finde, welches weniger als 4 Millionen gibt, dann werfe ich das rein. Ich drehe am Glücksrad, da gibt es ja immer Items und die sind echt nichts. Ja, was sag ich hier? Ich habe zwar ja gesehen, 800.000. Das heißt, ich habe jetzt einfach 3 Millionen gespart, kann man so sagen. Das Teil ist mal drin. Und jetzt kann ich ein Epic bekommen. Denn es gibt immer ein Epic jetzt. Bitte eins mit Sockel. Ich will nur eines mit Sockel und nicht Glück. Es kann auch alle Attribute sein von mir, also ich will nicht so hohe Ansprüche sein. Sockel und genau, nicht Glück. Übrigens, Glückspilz, da erzähle ich gleich noch eine Story. Aber, mein Gott... so aufgeregt. Meine Hand zittert so sehr. Verdammt, ich habe nicht getroffen. Ich schaff's. Oh, ich... Da ist was Gutes. Da ist was Gutes. Das ist ein Item, wo ich beim letzten Epic-Event nichts Neues bekommen habe. Jetzt muss man nur wissen, was das für Attribute hat. Das Item an sich ist schon mal schön. Das würde auch farblich zum Ring passen. Komm schon. Komm schon. Enttäusch mich nicht. Hat schon jemand gesehen? Hat man schon gesehen? Ich glaube Dreier, oder? Ja! Oh mein Gott, und da ist schon der Stein. Nennt mich Glückspilz, liebe Leute. Nein, ernsthaft, wie gut ist das denn? Das schwarze Loch. Bloß nicht in dieselbe Tasche wie den Haustürschlüssel. Rufzeichen. Fragezeichen, Rufzeichen, gone wrong. Anzeige ist raus. Jawohl. Spitze, richtig gut. Und der Stein kommt rein. Und jetzt zum direkten Vergleich. Attribute vorher, Attribute nachher. Schön, wie sich da was tut. Ja, diese Toilette hat sich gelohnt. Und ich werde verzaubern, obwohl das die unnötigste Verzauberung ist, aber einfach nur der Vollständigkeit halber. Mache ich's. Ja, Spitze, ich kann mein Glück gerade nicht fassen. Das ist echt genial. 616 dürfte sogar mein stärkstes Epic momentan sein. Da wäre noch interessant zu wissen, wird der Aura-Bonus beim Spülen davor oder danach
angewandt. Also ist das jetzt ein Epic mit Aura 38 oder ein Epic mit Aura 37? Wäre nur interessant zu wissen, ist jetzt nichts Weltbewegendes oder Wichtiges so. Rein theoretisch. Also wenn es nach Adam Riese oder Albert Einstein gehen würde, dann dürfte dieses Epic, also das andere, ein Aura 37 und noch nicht 38 sein, weil man spült ja, um die Aura zu erhöhen und bekommt das Epic raus. Also es sollte eigentlich erst danach geschehen. Du hast ein minimales Upgrade, Schatzkarte zu Schatzkarte, die kann noch ins Klo, das heißt leider kein Inventarplatz mehr. Na Mann, Handschuhe, nein, ich brauche Amulette, ganz dringend. Amulette sind wichtig, okay, 590, vor allem perfekt, dass ich so einen großen Instein da einfach rumliegen hatte. Das war echt perfekt. Heute läuft's gut, heute wird ein guter Tag. Sehr schön, 590. Gut, das kommt hier rein in die Handschuhe. Sehr schön. Hey, ich bin rundum glücklich. Wenn jetzt diese ganzen Buttons nicht immer blinken würden, dann wär's sogar noch besser. So, wie war das? Da habe ich, genau, Sumsum, die habe ich mir aufgespart, weil mein Inventar gestern voll war. Mantiflamme ist 33, muss ich mir holen, unbedingt. Morgen, Raritäten des Waldes Event. So, dann hole ich mir gleich mal 20% mehr Kampfgold ab, hoffe ich. Genau, 20% von 0 sind noch immer 0. Oh, da gab es mal einen bösen Spruch. Das war mal in der Schule, nein, das kann ich das erzählen? Ich glaube, ich habe sogar schon mal erzählt. Da hat jemand, es ging um die Noten, um die Benotungen und irgendjemand hat gesagt, was? Ich habe diese und jene Note, aber ich habe doch eine doppelt so gute Mitarbeit wie im letzten Jahr. Und ich dann so böse, wie ich bin. Ja, aber 2x 0 ist noch immer 0. Okay, genau, das war böse, aber er hat es mit Humor genommen und es war ja auch mit Humor so gedacht. Jawohl, ein Intelligenztrank, immerhin irgendetwas, was ich gebrauchen kann. Und die Handschuhe können da rein, 3,8 Millionen, das ist fein. So, noch dreimal drehen. Ein Ring, ich freue... Hey da. Ach so, ich dachte 4 Millionen, 400.000. Oh mein Gott, ich wollte schon loben. Den Abakabadawusi. Aber nö, ich freue mich schon so auf das Raritäten des Waldes Event. Ich hoffe, ich bekomme da was. Das gibt's ja wohl echt nicht. 10,7 Millionen. Ich will da echt was sehen. Ich will endlich diese Festung auf 17 ausbauen. Ich will der Gilde helfen, die Ritterhalle pushen. Wir haben einen Gildenbonus von 701 oder so aktuell, 702. Ich will dazu beisteuern, dass da mehr gehen kann. Ja, das ist mein Plan. Okay, so eine lange, da kann man mal überspringen, dann bin ich schneller fertig für morgen und kann zum Beispiel mehr Stadtwache machen. Und weil es gerade so schön lief, noch eine 7,5 Minuten Mission. Noch eine 10er? Gut, warum nicht? Ich habe echt so viele Treibsanduhren. Ich dachte am Anfang, die sind so, was gehen jetzt ab? Nur lange gute. Ich dachte am Anfang, die sind richtig selten so. Jetzt wieder? Die sind richtig selten, aber nö, Treibsanduhren gibt es wie Sand am Meer. Und wieder? Ich kann mit 10 Treibsanduhren die Alu fast durchspielen zu einem Drittel. Und erneut. Das ist jetzt aber schon ziemlich kurios. Da könnte hier jetzt nimmt es ein Ende. Das ist zwar eine, obwohl das ist eigentlich eine Goldmission. Naja, nö, lohnt sich eigentlich nicht. In Summe gibt es nicht mal 10 Millionen. Das ist keine gute Mission, obwohl es eine Special Quest ist. Dann nehme ich die kurze. Galileo Mystery forscht bereits, was da gerade abging. Das war ja verrückt. So, genau. Also Leute, holt euch Mantiflam noch, denn der ist essentiell. Wenn ich, oh mein Gott, Azepeng, jetzt geht's aber heute los. Ich bin nämlich gesunken wieder, denn wenn man zu Mitternacht angreift, das ist dann ganz anders. Also, aber so konnte ich es anscheinend schaffen, hier aufzusteigen. Wie auch immer, 150 Millionen habe ich erstmal zum Verprassen. Ach ja, eine Story wollte ich ja erzählen. Genau, das mache ich jetzt so nebenbei, wenn ich dann die Petkämpfe mache. 19%, komm schon mit dem neuen schwarzen Loch-Epic, welches eigentlich nicht schwarz ist, sondern blau. Also der Strudel ist blau und das Loch ist eigentlich schon... Komm, Schilling, bitte heute. Yo! Hey! Es geht echt gut voran, das gefällt mir alles auf diesem Server. So, was ist der nächste Gegner? Den kenne ich noch nicht. Der fiese Fallensteller. Bestimmt auch ein Gegner aus Diablo. Und ich kenne ihn wieder. Ich sollte echt einfach nur wegen des Dämonenportals mal Diablo zocken. Also Diablo 3, Diablo 1 und 2 habe ich gespielt. Aber das Dreierteil, den Dreierteil dann nicht mehr. Genau. So, 97,96,96 meine ich natürlich. Sammelalbum.
Und jetzt die Story. Am 18., nein, Moment, heute ist der 16., 17., am 17. Dezember, glaube ich, bringt Kanye West neue Yeezys raus. Und da habe ich für einen Freund an so einem, Moment, sorry, das Blinken nervt mich. So, direkt angegriffen, den hirnfressenden Wurm, boah, das war ein mieser Versuch. Und da habe ich, das sind, wer die nicht kennt, limitierte Schuhe. Und die sind ganz schick und special und so. Und jeder Shop bekommt dann nur eine limitierte Auflage, keine Ahnung. Dieses Schuhgeschäft bekommt 100 Stück, die 50, die so und so. Und jeder Shop regelt das irgendwie anders. Manche machen Gewinnspiele, manche lassen die Leute einfach vor dem Laden campen. Mit echten Campingstühlen sozusagen. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ich habe eben für ihn, zusätzlich um die Gewinnchancen zu erhöhen, an einem Raffle teilgenommen. Wasser 18. Und ratet mal, wer gewonnen hat. Wer einer von 20 Gewinnern war, von etwa 4000 Teilnehmern oder 5000. Jawohl, es war der Schilling. Okay, Wasser, du machst mir gerade echt schon Angst mit deinem Level. Ich muss gleich am Anfang mein Lichtelement nehmen. Das ist eigentlich immer mein Joker. Aber was soll's. Das heißt, ich bin echt ein richtiger Glückspilz, weil das war heute sozusagen. Oder gestern, je nachdem. Nach Mitternacht, vor Mitternacht, heute, gestern. Ist ja alles das Gleiche. Und da habe ich gewonnen. Wow, Unicorn ist dran. Okay, nein, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich hier Licht genommen habe. Jedes andere Element hätte kläglich versagt wahrscheinlich. Eventuell Wasser, aber dann auch nur. Boah, der. Genau. Ja, da habe ich gewonnen. Ich bin normalerweise nie so gut im Gewinnen. Denn ich bin da eher realistisch, wenn man weiß, zum Beispiel, es gibt ja diese Autogewinnspiele in Einkaufszentren, in irgendwelchen Arkaden. Da, ich nehme jetzt was, nein, Schatten. So, da sieht man ja schon, wie viele teilgenommen haben. Und wenn da tausende Kärtchen, Teilnahmelose schon ausgefüllt wurden, dann will ich nicht extra meine E-Mail, meinen Namen und alles angeben. Nur um eine Chance von 0,00000001% zu haben. Und dann muss man sogar noch bei der Verlosung anwesend sein. Also, ich bin da eher nicht so der Fan davon. Aber das war so easy. Man musste einfach nur im Internet kurz Namen angeben. Irgendeine E-Mail-Adresse. Und der Drops war gelutscht, sozusagen. Ja, krass, habe ich gewonnen. Ach kommt, nein, da hat man der dritte Kampf und ich habe schon wieder den Gegner. Komm, das ist nicht nett. Das ist alles andere als nett. Hundertprozentiger Lose. Da kann ich nur verlieren. Ich kann mir nochmal ganz genau den Kampf ansehen. Jetzt können wir analysieren, was hier so abging. Also, du hast. Die am Anfang, die sind echt vollkommen egal. Es zählt der dritte dann. Tintag, okay, das ist jetzt, wie gesagt, ist noch egal. Der nächste Gelevelte, der ist jetzt wichtig. Unter bis 74 ist eigentlich nichts Gefährliches, sage ich jetzt mal. Oh, dann Nyxoid und Fluoch und Under. Nyxoid, Fluoch, Under und Hydrospear. Ach, kommt schon, Leute, der hat Nyxoid 100, Fluoch 100, Under 100, Hydrospear 100. Warum muss ich gegen ihn kämpfen? Für dich brauche ich zweimal Licht. Da werde ich jetzt richtig viel Ehre verlieren. Ich meine, ich hätte hier 100, 100, 100. Dann bei Erde, da ist das Problem, da habe ich nur 200er am Ende. Oder Wasser. Und ich habe einfach ganz viel Glück am Ende mit dem Kundi ausweichen. Das ist natürlich auch die Sache. Weil Nyxoid 100, ganz ehrlich, ist jetzt, ja. Oh Mann, ich will gewinnen. Das ist echt so ein Kampf, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Feuer, nein, Feuer würde ich ausschließen. Erde? Das Problem ist, das sind alles hier Magier. Magier, Magier, Magier. Das heißt, was kann ich schon mit meinen Kundschaftern hier anrichten? Nicht. Die werden zerfleischt in der Luft. Vor allem 5% weniger Rudelbonus. Nö, ich habe keine andere Wahl. Ich muss Wasser nehmen. Rest in Peace, das ist mein Grab. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber ich kann mir nicht mal was vorwerfen. Was hätte ich tun sollen? Ich habe Licht genommen und ich kann Licht nicht nochmal nehmen. Oh, Mann. Ach. Weil die werden... Nyxoid wird jetzt schon Fluoch und so schwächen. Was kritisch ist. Das ist nicht so toll.
Weil jetzt kommt dann noch ein 100% Fluor. Okay, Moment. Eigentlich jetzt war es ausgeglichen. Da ist nicht viel rum, sage ich jetzt mal. Das kann noch für beide. Jetzt ist echt alles offen. 100 gegen 100, identischer Rudelbonus. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Ja, was? Oh nein, mit minus 61.000. Heieiei. Schade, da habe ich echt mit minus 2 Millionen gleich losgestartet. Jetzt muss das Kundi-Glück eintreten. Das Kundi-Ausweichglück. Schade. 149 Ehre verloren. Oh mein Gott, wie soll ich mich denn da in den Top 10 halten? Es war so schön für ein paar Tage. Warum? Warum? Ernsthaft? Man kann die Gegner nicht selbst wählen und bekommt dann zweimal den gleichen Gegner. Logik? Sinn? Warum? Warum ist es so? Das ist nicht nett. Na gut. Dann hoffe ich, dass Erde gewinnen kann. Na egal, ich mache da so ein Drama draus. Ist ja nur eine Frucht, aber ich habe trotzdem den Ehrgeiz, hier immer zu gewinnen mit den Begleitern. What the hell? Wasser ist auch zu stark gegen die anderen, wo man keine stärkeren hat. Oh mein Gott, jetzt kommt hier schon 88 und bitte nichts. Oh, oh mein Gott, habe ich ein Glück, dass du Hydro Spears auf 44 hast. Manometer. Nein, tschüss. Hallo Atze, du, ich wollte dir nur was sagen. Die Sache ist, weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Vielen Dank, dass Sie ein Abonnement für Atze Peng abgeschlossen haben. Sie bekommen nun täglich 5 Petkämpfe gegen den identischen Gegner. Beehren Sie uns bald wieder. Zu Risiken oder Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage, fragen Sie in Arzt oder Apotheker. Sehr schön, also ein drittes Mal, jawohl, das ist lustig, das ist toll, das macht Spaß, kommt schon und danach bitte nochmal Azepeng, ich kann zwar nicht nochmal kämpfen, aber ist egal, gebt mir 10-mal den identischen Gegner, der egal gegen welches Element von mir immer 50 Früchte mindestens mehr hat. Dankeschön, das ist sehr toll, genau, der hat ein Level von 640 irgendwas, das heißt, wenn wir das mal umrechnen, hier 60 Level mehr, hier genau. Ich meine, es macht ja nicht, der ist im Rang weiter unten, der sollte ja auch weiter oben sein, wenn der anscheinend gut ist, aber die Frage ist, nur mal so kurz gefragt, warum kämpft man 3-mal gegen einen Gegner? Kann das jemand beantworten? Nö? Niemand? Okay, dachte ich mir ja schon. Das dachte ich mir schon. So, wir reiben die Wut in die Wüste. Wir nehmen die Wut und schieben sie einfach woanders hin. So, also, kommen wir zurück zu den schönen Themen. Hey, ich habe ein tolles Epic bekommen. Das ist ja richtig toll. Nein, das ist Quatsch, die 2 Früchte, das ist egal. Aber hey, wenn man schon die Gegner nicht wählen kann, dann bitte nicht 5-mal pro Tag den identischen starken Gegner, okay? Danke. Denn wenn mich jemand angreift, der weiter oben ist und einfach zufälligerweise ein schwaches Element hat gegen dieses Element, dann kämpft er ja auch nicht 5-mal gegen mich und kann jedes Mal 100, hast du nicht gesehen, Ehre abstauben. Von daher. Aber ich denke nicht, dass sich da was ändern wird. Man wird niemals selbst Gegner auswählen können oder diese neu würfeln oder irgendwas. Das denke ich nicht, dass das kommen wird oder so. Aber egal. GG. WP. Und damit schaue ich rüber zu S33, wo ich noch für den letzten Tag lang meine Erdbeeren mit mir rumschleppen werde. Denn die will ich dann definitiv verbraten. Und zwar für Mantiflam. Ich warte auf dich sehnsüchtig. Ich will dich haben. Das ist auch nett. 320 als Gegner. Obwohl ich nicht annähernd so ein Level habe. Das ist fein. Dankeschön. Beehren Sie uns bald wieder. Oh, immerhin Tränke bekommen. Also Int-Trank nachkaufen. Sauber, denn ich habe nach wie vor einen Magier als Gegner. So, was darf man hier heute reinschmeißen? Ja genau, Steine suche ich aktuell eher nicht so, weil ich da die Ressourcen mal gespart habe.
jetzt trudeln sie wieder rein mit den großen Gebäuden, aber ich weiß nicht, das kostet auch so viel. Edelstein suchen kostet 300, naja, so viel ist es nicht. Auf der anderen Seite, 300.000, doch, 300.000 sind irgendwie 8 Stunden hier. Ich habe jetzt keine Not am Manne für Edelsteine, von daher, man muss nicht immer welche suchen. Also kann man natürlich machen, muss man aber nicht, von daher... So, Moment. Glücksrad zumindest ein einziges Mal. Es gibt anscheinend gerade irgendeinen Fehler. Zumindest haben mir das 10 Leute geschrieben. So, sie schauen sich Flimmerkisten an und bekommen keine Lucky Coins. Aber hey, mir geht's nicht besser. Ich bekomme nicht mal die Flimmerkisten. Folglich auch keine Lucky Coins. Also, ja, alles beim Alten. Also, dieser hässliche Magier. Komm bitte heute. Ich mache wieder den Trick. Ganz hart überspringen klicken. Nö, das hat heute nicht geholfen. Es waren zwar mehr als 10. Aber genau, so, hier war, bin ich beim letzten Mal echt an meine Grenzen gestoßen. Soll ich es nochmal versuchen? Ich will die fetten XP absahnen, ansonsten hätte ich hier den Drago der Sümpfe. Wo ich noch locker vorankommen kann. Nein, und da werfe ich jetzt in den Stein. Warum? Schilling, was hast du getan? Meine Glückssträhne ist am Ende. Ach so, Moment mal, was ist denn das? Das ist ein Amulett und da ist was drin. Ach nein. Hm. Wieder ein Inventarplatz. Ich werfe jetzt mal diese nervigen Handschuhe da weg. So, nicht in die... in den Kessel. Also, ja, jetzt muss ich auf einen Inschlein warten. Ich hatte doch einen. Mann, wie ärgerlich ist das denn? Das ist sogar sehr ärgerlich. Aber hey, Moment. Ach, das Level... kommt schon. Das Level-Up machen wir noch. Auf jeden Fall. Es gibt eine Kundschafterwaffe. Schade. Ohne Sockel. Ansonsten könnte ich die sogar tragen. Das tut mir jetzt aber leid. Jawohl. 3,42. Sehr schön. Noch vor dem Raritäten des Waldes Event. Oh Mann. Diese Attribute. 28 Durchschnittsschaden mehr. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Ohne Sockel, das lohnt sich nicht, weil dann verliere ich 540 Geschick. Moment, die Kunigunde... Ach, kommt schon. Ich will den Turm anklicken. Die Kunigunde erstmal leveln. Reicht nicht mehr. Die hat... Moment mal, ich muss kurz überlegen. Das ist knifflig. Kann das der 455er Geschickstein wettmachen? Ich würde sagen, ja, aber der Durchschnittsschaden ist schon irgendwie eine feine Sache. Aber man sieht hier, trotz, also und so, geht Geschick schon mal runter. Ich bekomme zwar 2 Millionen Leben dazu. Ja, ich weiß es gerade echt nicht, wie ich das machen soll. Eigentlich finde ich den hier verlockend. Wenn das ein aktueller Geschick und so Geschickwaffe wäre, dann okay, aber... Ich glaube, es macht kaum einen Unterschied. Ich behalte die Epic-Waffe, weil sie Epic ist und so. Und werde die andere Waffe noch aufsparen. Aber im Prinzip, das wäre so ein Fall, wo man sagen kann, glaube ich, ist ziemlich egal, ob dieses oder jenes. Na gut, also W14. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich muss mir kurz was überlegen, gebt mir einen Moment. Denn es gibt ja immer Leute, die meinen Namen klauen. Ich werde auf jeden Fall keine Gilde gründen, das kann ich sagen, denn Gildenleiter ist ein Fulltime-Job, vor allem beim Serverstart und das ist zu krass für mich. Ich werde einfach auf Twitter, ist denke ich die beste Plattform, oder Facebook vielleicht auch, meinen Nickname schreiben, den ich bekommen habe. Spieletrend oder Schilling oder vielleicht nenne ich mich mal ganz anders, so mit irgendeiner 14 im Namen irgendwo und dort werde ich posten, wer ich bin. Wen das interessiert, wer wissen möchte, wer der Echte ist, so wegen Gildeneinladung. Und dann schauen wir mal, aber ich will echt nicht zu viel versprechen, liebe Leute von heute. Denn, wie gesagt, ich stehe hier so kurz vor 400 und so und will da vorankommen. Ich bin in den Top 10 bei den Begleitern. Anscheinend wird das nicht so bleiben, aber trotzdem. Ja, und deshalb, der Server macht gerade zu viel Spaß, als dass ich da weniger Zeit und dort mehr Zeit reinstecken wollen würde. Egal, das Video ist mal am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.